si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuse aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Sorry, this is the last part where we are supposed to ask each other. That's what I thought. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me, portare Cristo agli altri, comunicarla agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter comunionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter comunionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter comunionis le vostre esperienze, ci fate bene. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuse aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarla agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Guten Abend euch allen. Willkommen zu diesem Treffen. Wie jedes Jahr beim Meeting werden wir eingeladen, ganz nahe zu schauen auf ein Thema, das ganz vorne, ganz aktuell ist, von der Naturwissenschaft, also jener Aspekt der Natur, der dank der Forschung, dem wir näher kommen können. Und ja, der Titel lautet dieses Jahr über das, was wesentlich ist. Haben wir deswegen gedacht, etwas zum Thema zu machen, was wirklich wesentlich ist für jeden von uns und für jede Lebensform, die wir kennen. Das heißt, wir leben auf einem Planeten, das sehr besonders ist, außerordentlich. Unsere Erde, der auch die Ausstellung gewidmet ist, hier im, auf dem Meeting. Man kann sie natürlich besuchen und dann kann man auch schätzen die ganzen besonderen Eigenschaften unseres Planeten. Aber die Erde ist nicht das einzige Planet. Es gibt weitere 8 im Sonnensystem und eine Menge, eine unzählige Menge Planeten um andere Sterne herum. Aber die Tatsache selbst, dass die Planeten existieren, dass die Natur sowas erfunden hat, so eine Umwelt, die Planeten, ist schon an sich außerordentlich. Alles andere als selbstverständlich. Und die Entstehung ist ziemlich kompliziert. Erst heute kann die Astrophysik oder fängt die Astrophysik an, das zu verstehen, wie die Planeten entstehen. Das wird das heutige Thema. Wir haben 2 große, großartige Protagonisten solcher Forschung, wie immer beim Meeting, und ich möchte sie euch gleich vorstellen. Angefangen von Stefano Facchini. Danke. Stefano ist Professor der Astrophysik an der Uni Mailand. Er hat seine Promotion bei der Institute of Astronomy in Cambridge und hat er andere Forschungsstellen beim Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Und der
Die Betreuerin war eben Evine, die wir gleich vorstellen, und bei ESO, auch in Garching. Seine Forschung betrachtet vor allem die Bedingungen, die physikalischen und chemikalischen Bedingungen für die Planetenentstehung und die Entdeckung der Planeten in den Clouds, in den Wolken, wo diese Strukturen entstehen können. Neuerdings hat er ein Grant gewonnen, ein wichtiges, ein ERC, und er ist mitverantwortlich für ein Programm, es heißt ESO-ALMA, ein ganz wichtiger Projekt für die Detektion von Planeten in den protoplanetarischen Disken. Werden wir heute Abend davon hören. Er ist sonst auch bei anderen Programmen ganz vorne mit dabei, fürs Imaging, für die Bildbearbeitung. Letztes Jahr hat Stefano war Teil einer sehr wichtigen Entdeckung, die auf Nature Astronomy veröffentlicht wurde. Es gab auch eine Pressrelease von ESO über die besondere Rolle von Wasser bei der Entstehung der Planeten. Danke, Stefano, dass du hier bist. Danke euch. Evine van Dishok. Evine ist eine der überhaupt wichtigsten Referenzen im Feld, auf dem Gebiet der Planetenentstehung und des interstellaren Mediums. Sie ist Professorin für Molekulär Astrophysik in Leiden an der Uni, Niederlande, und hat sonst Stellen in Harvard, also so unterrichtet in Caltech, Princeton, Harvard. Also die Wichtigkeit seiner Forschung ist unschätzbar. Vor allem, wie sie die Chemie mit der Physik verbunden hat, um solche Prozesse, astrophysikalische Prozesse zu verstehen. Sie hat die wichtigste Rolle auch in der Planung des Aufbaus der Teleskope der neuen Generation wie JWST und ALMA. Sie hat eine Menge Auszeichnungen bekommen. Ich erwähne nur eine. Die Kavli-Preis, das ist so fast wie ein Nobelpreis. Evine gehört vielen Universitäten und Nationalakademien von Niederlanden, Deutschland, Norwegen. Sie gehört sogar der Pontificia Academia der Wissenschaften. Und sie war Präsidentin der gesamten Internationalen Astrophysikalischen Union. Evine hat eine Generation Astrophysiker betreut und wachsen lassen. Und Stefan ist ein Beispiel. Heute allein beim Mittagessen gab es noch weitere 3, 4 ihre Kinder, so aus dem wissenschaftlichen Standpunkt. Diese Aufmerksamkeit auf die Erziehung, auf die Bildung der Jugend, das ist fast genauso wichtig wie ihr eigenen Beitrag zur Forschung. Last but not least, sie ist auch eine begeisterte, leidenschaftlich für die Kunst, die von der Astronomie inspiriert wird. Ich würde vorschlagen, wir fangen gleich an und wir lassen uns erzählen, Stefano. Bitte erzählt uns was von eurer Forschung, von dem Verständnis, von der Erkenntnis, wie Planeten entstehen. Bitte. Danke, Marco. Wir haben beschlossen, diese Vorträge im Stehen vorzutragen, weil wir das so gewohnt sind bei Konferenzen. Aber ich wollte auch erstmal nochmal Evine danken, dass sie hier ist, denn die Arbeit mit ihr am Max-Planck-Institut in Deutschland war für meine Bildung total wesentlich. Danke, Evine, dass du da bist. Um das nochmal aufzugreifen, was Marco in der Einführung gesagt hat,
werde ich versuchen, mit ein paar wissenschaftlichen Impulsen die großen Fragen zu beantworten. Was sind die physikalischen und teilweise chemikalischen Mechanismen, wodurch das Universum in seiner Komplexität und Größe und in seiner Ordnung zur Entwicklung und Entstehung von so kleinen, so präzisen Systemen wie die Planetensysteme. Wir leben auf einem davon, das heißt, wir nehmen für selbstverständlich, dass sie existieren. Aber das ist ein sehr komplexes Phänomen. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass die physikalischen Gesetze und die Anfangsbedingungen des Universums diese Blume hervorbringen, dass die Planetensysteme darstellen. Und was bestimmt ihre Eigenschaften? Schauen wir zunächst, wir werden ein paar Slides dafür benutzen. Jahrelang, jahrzehntelang oder jahrtausendelang hat der Mensch nur ein einziges Planetensystem sehen können, beobachten können. Das heißt unseres, das Sonnensystem. 8 Planeten sind darin und es sind so etwa 2 Kategorien. Die inneren, die sind so felsigen Planeten wie Mars, die Erde selbst. Und die äußeren kann man so bezeichnen wie die Gasriesen wie Jupiter. Klammer auf, alle Bilder, die ich zeigen werde, sind Bilder aus der Wissenschaft. Die einzigen Simulationen, die ich zeigen werde, werde ich extra aufmerksam machen. Dann werdet ihr wissen, sind es Bilder oder Simulationen. Aus diesem Sonnensystem kommt die Frage, die man so spontan kriegt, ist, was passiert im Himmel über uns in dieser enormen Struktur, die unsere Galaxie ist? Jetzt machen wir ein kleines Zoom, um zu schauen, wie viele Sterne darin sind. So etwa 200 Milliarden allein in unserer Galaxie. Bei jedem dieser kleinen Pünktchen, die jeden Abend, ob wir sie jetzt direkt sehen oder nicht, die sind über unseren Kopf. Um diese Sterne gibt es Planeten und wenn schon, dann von welcher Art und wie sind sie entstanden? Ab Jahr 1995 hat die Wissenschaft gezeigt, dass die Anzahl der Planetensysteme eigentlich zahlreich ist. Hier seht ihr so einen Plot. Im Gelb sind die Punkte, die stellen die Planeten im Sonnensystem dar. Also nach oben geht die Masse hoch, nach rechts ist die Entfernung von dem Stern, um den sie kreiseln. Jeder graue Punkt ist ein Planet von einem anderen System, also um einen anderen Stern. Wir haben ihn bis heute mehr als 5500 erkannt, gemessen. Da können wir schon gleich 2 Sachen rausziehen aus dieser Grafik. Durchschnittlich in der Nähe von unserem Sonnensystem gibt es durchschnittlich pro Stern mindestens ein Planet. Das heißt, der Mechanismus der Planetenentstehung ist sehr effizient. 2. Punkt, diese Planeten weisen eine enorme Vielfalt der Eigenschaften vor. Und das merken wir, weil die grauen Punkte nicht genau dort fallen, wo die gelben sind. Das heißt, sie füllen so ein bisschen diese Grafik. Und es muss davon abhängen, wie die Planeten entstanden sind. Um jetzt reinzuschauen in eine Region, wo jetzt gerade Planeten entstehen, gucken wir auf dieses Video. Wir haben wieder die Milchstraße. Wir gehen rein in die Taurus-Konstellation. Man erkennt Aldebaran, ein Stern von der Sternengruppe. Und darin gibt es eine Wolke, eine Molekülwolke. Und wir vergrößern weiter. Jetzt sehen wir sichtbares Licht. Bald gehen wir rüber ins Infrarote, ein leicht anderes Licht.
es hilfreicher ist. Und bald zünden wir an oder schalten wir ein die Radiowellen. Das heißt, wir messen erstmal Infrarot und jetzt Radiowellen. Das heißt, wir gucken auf sehr kalte Materie. Und das sehen wir, im Zentrum ist ein Stern. Und drumherum sehen wir diese Ringe. Diese Struktur, ringförmige Struktur, ist auf einer einzigen Ebene. Das ist ein protoplanetarischer Disk, Scheibe. Und deswegen ist es so ein Ort, wo wir denken, da entstehen gerade Planeten. Wir sehen dort kleine so Staubwolken, so etwa ein Millimeter groß, die bei minus 250 Grad ein bisschen Energie ausstrahlen, die wir mit unseren Teleskopen auffangen. Das ist noch das gleiche System. Unten links könnt ihr die Länge, die Abstände sehen. So ein Durchmesser ist etwa 400 Mal die Entfernung der zwischen Sonne und Erde. Also wieder eine weitere protoplanetarische Scheibe mit dieser ringförmigen Struktur. Die sind etwas größer als unser Sonnensystem. Und woraus bestehen sie? Zu 1% von Staub oder kleine Körner, etwa 1 Millimeter oder bis 1 Zentimeter groß im Durchmesser, aber etwa 99% davon sind eigentlich Gas, wie ihr in diesem Bild erkennt. Meistens Wasserstoff in Molekülform oder Helium oder auch CO, also Sauerstoff. Wie entstehen diese Planeten? Machen wir es mal vereinfacht. Die großen Molekülwolken, so einige 10.000 Parsec groß oder 10.000 Parsec AU, das ist eben die Entfernung Sonne-Erde, die fangen an, in sich selbst zusammenzuschrumpfen wegen der Gravitationskraft. Und indem sie ineinander fallen, haben sie eine kleine Drehung. Und indem sie zusammen schrumpfen, dann werden sie immer schneller, fangen sie an, immer schneller zu rotieren, aus physikalischen Gründen. Und dann entsteht so eine Scheibe, eine flache. In dieser Scheibe entstehen die Scheiben. Das ist eben eine protoplanetarische Scheibe. Deswegen auch die Planeten im Sonnensystem gehören alle zur gleichen Ebene. Hier übrigens sind es keine echten Bilder, sondern eine Simulation. Was passiert in dieser Scheibe und wie entstehen Planeten in dieser Scheibe? Es gibt zwei Hauptarten. Zunächst eine gravitationelle Instabilität, etwas bisschen Schwieriges. Ich erkläre es euch mit dieser kleinen Simulation. Wenn die Scheibe eine große Masse besitzt, rotiert sie und dabei kann es sein, dass manche Teile der Scheibe instabil werden und manches Gas kollabiert in sich selbst und macht so große Wolken, wie etwa 5-mal die Jupitermasse. Und diese Massen entstehen und deshalb könnte das der Ursprung der ganz massiven Planeten sein, die ganz großen. Das können wir nicht nur aus der Theorie entnehmen, sondern wir haben angefangen, solche Bilder von einem Gas einer protoplanetarischen Scheibe. Und wir sehen aus dieser Spiral, das geht tatsächlich in die Richtung, so ein Prozess einer solchen gravitationellen Instabilität. Das heißt, wir haben angefangen, das zu messen. Aber das macht sehr wenige der Planeten, die wir bisher beobachtet haben. Deswegen ist es nicht der wichtigste Mechanismus. Was wir denken, auf Englisch Core Accretion, das heißt Wachstum eines Kerns. Was sagt das? Lest jetzt nicht diese Grafik, die Wörter darin. Was bedeutet das? Dass dir der Staub, das ist so ein Mikron Durchmesser hat, in dieser Scheibe allmählich
muss sie irgendwie zusammenkleben, also so clustern und groß werden wie etwa die Erde. So von Teilchen, die ein Millionstel von einem Meter, muss es so groß werden wie 10.000 Kilometer Radius. Das sind 13 Größenordnungen. Also 13 mal die Null nebeneinander. So viel größer muss es werden. Um das zu vereinfachen, die Masse muss so 10 hoch 50 mal so groß werden. Wir können jetzt nicht im Detail erklären, wie dieser Mechanismus funktioniert, aber was ich euch sagen kann, sehr viele Fragen, wie diese kleinen Körner Staub langsam wachsen, bis sie so die Kerne von Planeten wie Jupiter oder wie die Erde selbst, viele Fragen dabei sind offen, sind noch ein sehr lebendiges Bereich der Forschung. Aber was das Universum uns sagt, dieses Verfahren, die Summe, die Folge von vielen, einer Kette von komplizierten Mechanismen, funktioniert trotzdem unglaublich gut und effizient, wirksam, sodass wir heute hier sind und darüber diskutieren können. Was können wir machen, um solche Planeten zu beobachten, um unsere Hypothesen auf die Probe zu stellen? Wir haben Instrumente, Teleskope. Ich werde vor allem Daten zeigen aus zwei Teleskopen. Einer heißt ALMA, was ich am liebsten mag aus meiner Geschichte und weil ich das sehr viel benutze. Das ist eine Sammlung von Antennen, etwa 10 Meter im Durchmesser, so knapp 60 Antennen. Das ist auf einer Hochebene in Chile. Und es arbeitet im Bereich der Radiowellen. Das andere Instrument, das sind Teleskope für sichtbares und infrarotes Licht, auch in Chile. Und die heißen einfach Very Large Telescope. Also auch von ESO, also sehr viel, also europäisches Projekt mit viel italienischer Beteiligung. Im Zentrum dieser Scheiben haben wir unsere Beobachtungen gerichtet. Die meisten Systeme, wenn nicht alle, wo Planeten heute entstehen, haben diese Substrukturen, diese Ringe und diese so leeren Räume, so wie die Ringe von Saturn zum Beispiel. Wir sehen jetzt Beobachtungen aus der thermischen Strahlung des Staubs. Wir können jetzt Bilder sehen, wie diese Scheiben sichtbar sind, wenn wir das Licht vom Hauptstern reflektiert sehen. Das ist, sagen wir, reflektiertes Licht im infraroten Bereich. Diese Systeme sind keine reinen Scheiben. Die haben so Strukturen, Ringe, Spirale. Warum? Wir glauben, dass diese Systeme strukturiert sind, weil sie mit Planeten wechselwirken, die gerade entstehen. Und deshalb haben wir sie dort gesucht. Dieses Bild scheint fast unscheinbar, nicht so interessant. Aber was es zeigt, wenn ihr auf diese zwei Punkte genauer guckt, im Zentrum gibt es einen Stern, der so ein bisschen gedeckt durch eine kleine Scheibe, um den Teleskop am besten zu benutzen. Wir sehen den ersten Planeten, der im Entstehen ist, in einem System, das nicht unser Sonnensystem ist. Machen wir jetzt gedanklich einen Schritt zurück. Ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, wie beeindruckend das ist, in einem System, das 4 Milliarden Jahre alt ist, können wir die Entstehung einer neuen Welt beobachten. Wir haben das gleiche System bei anderen Wellenlängen, Radiowellenlängen, und wir haben gesehen, dass dieser Punkt ein bisschen woanders war, das heißt rechts, nicht mehr unten. Was haben wir daraus verstanden? Dass dieses System, wo Planeten gerade entstehen, beinhaltet zwei Planeten, die gerade entstehen, die diese komischen Bezeichnungen tragen, PDS 70C. Dieses Pünktchen
ist nichts anderes als Staub, der so einige Monde erzeugt um einen Planeten. Das heißt, wir sehen nicht nur einen Planet, sondern auch Satelliten, Monde drumherum. Wie können wir diese Planeten in anderen Systemen beobachten? Es ist sehr schwierig, sie zu erwischen. Habe ich vergessen, bis jetzt zu sagen, wie lange brauchen Planeten zu entstehen? 1 bis 10 Millionen Jahre. Das ist ziemlich kurz für die Astrophysik. Alles ist relativ. Ich zeige euch eine Simulation, die beschreibt, dass wenn ein Planet in einer protoplanetarischen Scheibe ist und drum kreiselt, das erzeugt im Gas eine Spiralstruktur. Warum? Weil es Wellen erzeugt. Wie wenn ich einen Stein in einen Teich werfe, lässt es Wellen entstehen. Und so passiert es ungefähr hier. Das ist okay. Was wir verstanden haben, während wir im Gas Spirale sehen, im Staub erwarten wir Ringe dafür. Und das ist genau das andere, was wir vorher gesehen haben. Das heißt, viele der Ringe, die ich euch gezeigt habe, sagen uns, dass sie auch gerade entstandene Planeten beherbergen. Wie können wir sehen, ob diese Spirale existieren? Das ist ein bisschen ein Teil der Forschung, der ich mich gewidmet habe in den letzten 3 Jahren. Das ist ganz ähnlich. Denkt diesmal an eine Ente, die in einem Teich schwimmt. Die erzeugt so manche Wellen. Die sind so kegelförmig in dem Fall. Wenn wir diese Kegel nehmen und tun wir in einer kreiselnden Bahn, dann wird einfach ein Spiral. So wie die Spirale, die wir vorher gesehen haben. Wir haben diese kleinen Störungen gesehen in diesen Scheiben. Das ist eine Arbeit der letzten 3 Jahre, die noch nicht veröffentlicht wurde. Das zeigen wir jetzt eigentlich vor der Veröffentlichung hier zum ersten Mal beim Meeting. Das sind einige der Bilder dieser protoplanetarischen Scheiben im Gas. Die Farben ändern sich, weil wir, ja, es sind Radiowellen, aber wir bilden sie ab in sichtbares Licht. Aber was wir geschafft haben, können wir ziemlich genau messen, wie schnell diese Systeme rotieren. Und wenn wir diese Rotation abziehen, was übrig ist, ist die kleine Geschwindigkeit dieser Wellen, die sich in der Scheibe fortpflanzen. Links sind die Daten, in der Mitte ein Modell und rechts das Ergebnis dieser Wellen, die unsere Datenanalyse sichtbar werden. Diese Scheiben beinhalten genau diese Spirale, die so vorhergesagt wurden. Nicht alle Sorten, aber manche schon. Mit dieser Art Daten können wir Gas sehen, das sich 10.000 Milliarden Kilometer weit von uns und es bewegt sich mit 10 Meter pro Sekunde. Stellt euch mal vor. Das heißt, ich von 10.000 Milliarden Kilometer weit weg könnte ich eine Person sehen, die hier auf der Bühne läuft. So gut ist die Technologie inzwischen geworden. Zum Schluss, das sind so andere Spirale. Es gibt eine Zone, eine besondere Zone, wo diese Planeten entstehen können. Das ist der Übergang, wo diese Scheibe von sehr warm ist, wo Wasser, also Dampf ist, auf einmal sehr kalt wird. Dann ist Wasser im Eiszustand. Dieser Übergang nennen wir Snowline, also Schneelinie. Das ist eine Region, wo Wasser geht von
Eis in Dampf rüber und kondensiert. Es gibt so kleine Schneebälle, die können sich gerne und leicht miteinander kleben. Und wir denken, Jupiter könnte so entstanden sein. Was haben wir messen können? Wir haben so dieses System im Taurus nochmal. Wir haben da den Dampf, Wasserdampf abgebildet im Zentrum dieses Systems. Was sagt es uns? Und somit schließe ich ab, was meinen Teil betrifft. Wir haben so erste Bilder, die uns sagen, die Eigenschaft der Materie auf kleiner Skala, also wirklich im unendlich klein in der Quantenbereich, wie sowas entscheidet über Phänomene, die auf Skalen von Milliarden oder noch mehr, also Milliarden von Kilometern, also was auf der Skala, Atomskala passiert, entscheidet über die Entstehung von Planeten. Und genau für unser Sonnensystem ist es auch genauso. Und das ist eine schöne Verbindung zwischen der Physik im unendlich Klein, seine Fähigkeit zu formen, die Physik des äußerst Großen, das Universum in seiner Ganzheit oder was uns heute Abend interessiert, die Entstehung der Planeten. Und damit übergebe ich das Wort an Evine, die größte Expertin ist von über solche Themen. Prego. Guten Abend. Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht auf Italienisch zu Ihnen sprechen kann. Es ist wirklich eine große Freude, Sie hier zu sehen, so viele zu sehen. Es ist fantastisch, hier zu sein. Ich werde die Geschichte weitererzählen, die Stefano begonnen hat. Ich habe einige Folien mitgebracht. Zunächst möchte ich aber allen jungen Leuten danken, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, Stefano, aber auch einige andere, die auch hier im Publikum sind. Danke euch allen, dass wir all diese schönen Ergebnisse haben. Stefano hat schon über den Sternenhimmel gesprochen. Hier in den Dolomiten gibt es einen wunderschönen Nachthimmel. Es gibt nicht nur die Planeten, sondern auch die Milchstraße. Also man fragt sich, woher kommen wir eigentlich und was ist unser Platz im Universum? Man kann Manuel Kant dazu zitieren, der sagt, das Wichtigste ist der Sternenhimmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Unsere Ursprünge sind in diesen dunklen Clouds, in diesen Wolken, in der Milchstraße. Eins meiner Hobbys ist Astronomie und Kunst. Als Person aus den Niederlanden muss ich nicht besonders weit gehen, wie ihr seht, um mich auf den Sternenhimmel zu beziehen. Aber auch in Australien haben die Aborigines von der Milchstraße geträumt und hier dieses Bild gemacht. Bitte geht in die Ausstellung über William Congdon hier in Rimini. Dort gibt es wunderschöne Bilder vom Mond.
Wir haben schon über die Diversität der Exoplaneten gesprochen. Jeder Stern hat mindestens einen Planeten. Es gibt mehr Planeten in unserer Milchstraße als Sterne. Wir haben die Erde, wir haben Jupiter, aber wir haben auch Super Earth, also eine Super Erde und Mini-Neptuns. Und wir fragen uns, was ist ihre Zusammensetzung und sind sie bewohnbar? Darüber werden wir jetzt sprechen. Verbunden damit ist die Frage, wie wir entstanden sind, 4,6 Millionen Jahre vor. Wir bekommen Informationen darüber von Asteroiden, von Kometen. Sie sind nicht nur aus Fels, sondern Kometen bestehen aus Fels plus Eis. Ich habe einige Zeit verbracht über das James Webb Space Teleskop zu sprechen und eines der neuesten Instrumente. Es war eine 30-jährige Reise, um zu diesem Moment zu gelangen. Ihr seht in der Ecke oben den letzten Zustand des Webb-Teleskop, wo es weggeht von der Erde, wie die Solarpaneele rauskommen, als ob es uns zum Abschied winkt. 2000 Ingenieure und Techniker und Manager haben an dieser Mission mitgearbeitet, die von der NASA geleitet wurde, aber auch unter sehr starker europäischer Mitarbeit. Vor über 25 Jahren habe ich selber angefangen, bei der Entwicklung des Webb-Teleskops mitzuarbeiten. Es gibt Instrumente an Bord des Webb-Teleskops, die infrarote Strahlung messen, an denen habe ich mitgearbeitet. Hier auf dem Bild seht ihr die Erde, die Sonne und den Mond. Und 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist das Webb-Teleskop. Und wir haben immer die Sonne, die Erde und den Mond auf derselben Seite, da sie mit den Signalen interferieren. Die Sonne muss abgeblendet. Das Teleskop ist groß, 6,5 Meter Durchmesser. Ihr seht es auch im Vergleich zu dem Menschen, der auf dieser Grafik daneben steht. Das Webb-Teleskop sieht Strahlen, die außerhalb unseres Sehspektrums sind. Wir haben schon über die Radiostrahlung gesprochen und das Webb-Teleskop ist im infraroten Bereich des Spektrums. Da die infrarote Strahlung von der Erdatmosphäre abgefangen wird, müssen wir außerhalb der Atmosphäre gehen, um diese Strahlung messen zu können. Wir haben Kameras an Bord, mit denen wir schöne Bilder machen können, aber wir haben auch Spektrographen an Bord, die die Strahlung in die Farben des Regenbogens aufteilen und dann haben wir warum Infrarotstrahlung. Wir können damit in die
in diese Wolken schauen, in denen die Planeten entstehen. Lassen Sie mich mit auf eine Reise nehmen, wie so eine große Kooperation entstanden ist. Das sind Instrumente, die wir 2008, 2009 gebaut haben. Es hat eine Reise gemacht vom United Kingdom zu den USA, war in der Nähe von Washington. Dann wurden alle Instrumente zusammengesetzt. Das Teleskop wurde gebaut, das goldene Auge, Golden Eye, das wir gerade gesehen haben. Dann wurden die Instrumente auf das Teleskop gebaut. Dann wurde es nach Houston gebracht. Viele von euch werden sich an die Wichtigkeit Houstons erinnern. Houston, wir haben ein Problem. Das ist der berühmte Satz aus der Apollo-Mission. Das ist dieselbe Testkammer, die wir immer noch benutzen. In dieser Kammer wurde das Webb-Teleskop getestet mit seinen Instrumenten. Das passierte in Houston. Von Houston ging es nach Los Angeles. Und dort wurde das Sonnenschild tatsächlich angebaut, montiert und getestet, damit das Teleskop gekühlt werden kann. Dann wurde das Teleskop nach Französisch-Guayana gebracht, wo die Rampe ist, um das Teleskop in das Weltall zu schießen. Und dann wurde es in die Ariane 5 Rakete gebracht, mit der es in den Weltall gebracht wurde, denn die Ariane 5 Rakete hat die größte Nase. Das Teleskop musste quasi wie ein Origami zusammengefaltet werden, damit es in die 4 Meter große Nase passte. Dann wurde es abgeschossen und es musste im Weltall entfaltet werden. Und es hätte so viel schief gehen können, aber es ist nicht schief gegangen. Alles ist gut gegangen und wir waren sehr erleichtert, dass wir ein paar Monate später diese ersten Bilder bekommen haben und wir gesehen haben, dass die Kameras und alles gut funktionierte und dass wir diese scharfen Bilder bekommen haben. Eine große Erleichterung war das. Jetzt bekommen wir täglich diese schönen Bilder vom Webb-Teleskop. Hier sehen wir eine ganze Galaxie. Das Rote ist das MIRI-Instrument. Die blauen Teile sind die Sterne. Also in dieser Galaxie entstehen überall Sterne. Hier sind lauter schöne Bilder von Sternengeburten. Ihr könnt auf die Website gehen des Teleskops und euch diese Bilder anschauen. Gehen wir zurück zur Cloud, zur Wolke. Hier erkennt diese schöne Konstellation. Es ist Orion. Was ist aber zwischen den Sternen? Sie ist nicht leer, sondern gefüllt mit einem Gas. Und es gibt einen Orion-Nebel und das ist so eine Wolke, die aus Gas besteht. Und aus Gas und aus Staubpartikeln. Aber das Gas entspricht nicht dem
Periodensystem, das wir aus der Schule kennen. Wasserstoff ist das häufigste. Wasserstoff ist das häufigste, gefolgt von Helium. Chemisch interessanter Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, die Moleküle, aus denen wir bestehen, sind nur sehr wenig vertreten im Bereich einer Promille. Das ist eine große Überraschung, dass diese komplexe Chemie passiert in diesen Wolken. Diese Wolken sind ziemlich leer. Wenn wir uns diese Bilder dieser dunklen Wolken anschauen, Dark Clouds, dann haben sie nur 10.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Das ist 1 Million Mal weniger dicht als ein sehr starkes Vakuum auf der Erde. Also was ein Astronom dicht nennt, ist sehr viel leerer als das, was wir hier auf der Erde haben. Und es ist auch sehr kalt. Diese kleinen Staubpartikel absorbieren das Licht und lassen diese Wolken dunkel erscheinen. Wenn wir die Atmosphäre schauen, dann können wir nicht sehr weit schauen. Wir schauen jetzt auf den Carina-Nebel, das Licht, das wir mit unseren eigenen Augen sehen können. Jetzt gehen wir zum Webb-Teleskop und jetzt sehen wir dieses schöne Bild desselben Nebels, derselben Wolke, aber jetzt gesehen von dem Webb-Teleskop. Der orange Teil ist die Wolke und die roten Punkte sind alle Sterne, die neu geboren werden. Hier ist noch einer. Dann gibt es die Pillars of Creation, die Säulen, diese kleinen Punkte sind junge Sterne, die entstehen in diesem Moment in diesen Wolken. Hier ist ein anderes neues Bild von einem Protostern, der immer noch sehr tief in seiner Wolke steckt. Aber man sieht schon diese Strahlen, mit denen dieser Stern versucht, das umgebende Material wegzudrücken, zu verdrängen. Und hier in Nature haben sie es auf ihr Cover getan und den Titel geschrieben, ein Stern wird geboren. Wie beobachten wir die Moleküle? Stefano hat über ALMA gesprochen. Das ist, wenn wir das Molekül sehen können, wie es sich dreht, aber ein Molekül kann auch vibrieren, es kann sich strecken und es kann sich beugen. Und das können wir mit Webb beobachten. Damit können wir andere Moleküle beobachten als mit ALMA, nicht nur im Gas, sondern auch im Eis. Wir haben Wasser, aber wir haben auch viele andere komplexere Moleküle, die wir entdeckt haben, entweder mit ALMA oder mit Webb. Wasser spielt eine sehr wichtige Rolle in all dem. In welcher Form kommt Wasser im Weltall eigentlich vor? Einmal als Gas, als Wasserdampf und als Eis. Aber gibt es nicht als Flüssigkeit, außer auf der Oberfläche eines Planeten. Wir haben eine Arbeit gemacht, die kürzlich publiziert wurde. Und wir haben nach Zeichen dieses vibrierenden Eises gesucht, in dem quasi Hintergrund eines Sterns.
auf dieser Grafik sehen wir die quasi Kennzeichen von bestimmten Eissorten. Und die können wir unterscheiden mit dem Webb-Teleskop. Dank dieser Arbeit und vorangegangener Arbeit von Simulationen und Laborexperimenten können wir nun sagen, wie Wasser geformt wird im Weltall. Es passiert, wenn Wasserstoffatome, die weißen, und Sauerstoffatome in diesen Staubwolken quasi sich begegnen. Sie treffen aufeinander und hängt sich erstmal ein Wasserstoffatom an den Sauerstoff und dann ein zweites Wasserstoffatom und dann hat man Wasser. Und so entsteht quasi eine Eisschicht um diese Staubkörner. Das meiste Wasser, das es auf dem Wasser gibt, war wahrscheinlich auf diese Art geformt. Und zwar schon bevor das Sonnensystem entstand. Wasser ist wahrscheinlich älter als die Sonne selbst. Also denkt daran, wenn ihr das nächste Mal einen Schluck Wasser trinkt. Ihr trinkt Wasser, das mehr als 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Wir sehen nicht nur Wasser, sondern auch komplexere Moleküle im Eis, dank dem Webb-Teleskop. Wir haben darüber eine Pressemitteilung gemacht, vor ein paar Monaten. Wir haben auch Alkohol im Weltall gefunden. Eine Zeitung hat gesagt, dass das Webb-Teleskop Margarita gefunden hat im Weltall. Also ihr könnt zum Orionnebel gehen und dort 10 bis 27 Flaschen Whisky abholen. So viel Alkohol gibt es da, aber es ist weniger als 1% wahrscheinlich von diesem Nebel. Als Zusammenfassung, es gibt eine Menge Wasser, es gibt eine Menge organisches Material. Nun möchte ich erklären, wie dieses Material zu einem neuen Planetensystem kommen kann. Diese kleinen Körnchen kollidieren miteinander und wachsen. Wir sehen, wie sie miteinander mit dem Eis kollidieren und wachsen, und so entstehen immer größere Systeme und so entstehen Planeten auch aus ihnen, und sie sind voll von diesen Molekülen. Es gibt eine wunderbare Synergie aus dem, was wir in den äußeren Schichten quasi mit ALMA sehen und in den inneren Schichten mit Webb. Aus der Cloud entsteht diese Scheibe und dann ein Planet. Und der Planet ist quasi wie ein Kuchen. Und mit dem Webb und ALMA finden wir quasi die Zutaten für diesen Kuchen. Das Wasser, den Zucker, das Mehl, alles, was wir brauchen, um einen Kuchen zu backen. Das finden wir jetzt mit diesen neuen Technologien. Stefanos Beobachtungen waren sehr wichtig, denn in der Nähe des jungen Sterns ist es warm, weiter weg ist es kalt, und die Eisline, die Eislinie, ist der Ort, wo die Planeten entstehen. Wo große Planeten entstehen. Wir können das auch beobachten. Wir sehen dasselbe System.
PDS 70 mit diesen zwei jungen Planeten. Und wenn wir hineinzoomen in diesen inneren Teil, eine schöne Arbeit von einer italienischen Postdoc. Sie machte diese Entdeckung und sah das Wasser in diesem innersten Teil, wo gerade Planeten entstehen. Manche Scheiben haben viel Wasser, andere Kohlenwasserstoffe. Es gibt sehr viele verschiedene Moleküle, die uns zuwinken und uns sagen, hey, wir sind hier und wir stehen zur Verfügung, um neue Systeme zu bauen. Wir haben Informationen über das Material, aus dem die Planeten entstehen können. Und Webb beobachtet auch Exoplaneten. Wir können sogar das Wetter auf Exoplaneten beobachten. Und wir gehen zurück nach Hause und in unser eigenes Sonnensystem und wir können Jupiter damit studieren. Hier möchte ich enden und hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Vorgeschmack gegeben habe, dass die Wissenschaft der Astronomie sehr spannend ist und vor allem eine spannende Zeit mit Webb und Alma. Es gibt sehr viel Inspiration, es gibt viele Perspektiven. Wir sind nur dieser kleine Punkt im Weltall. Etwas Bescheidenheit und Toleranz am Ende sind wir alle Weltbürger unter demselben schönen Himmel und vor allem in dieser Welt, die durcheinander ist, ist das eine sehr wichtige Botschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen, sehr kurze Fragen. Wir haben einen Fortschritt gesehen, auch ganz neuen Fortschritt, der gerade geschieht. Ich wollte euch fragen, aus eurem Standpunkt, was sollten wir erwarten als nächste Schritte, als nächste wesentliche Entdeckungen. Zum Beispiel, was könnte ein Jugendlicher hier, der so im Gymnasium ist, was könnte sein Schwerpunkt sein, Stefano? Meiner Meinung nach, man muss auch schauen, ob sich neue Instrumente, inwiefern neue Instrumente entwickelt werden. Ich habe diese Folie zum Beispiel. Das ist ein Instrument, ein europäisches, vor allem ein europäisches Instrument in Chile. Ist ein neues Teleskop, wird gerade gebaut. Das gerade gebaut wird von ESO, also die Europäische Sternwarte, wo ich auch gearbeitet habe. Dieses neue Teleskop wird im Sichtbaren und im Infraroten arbeiten. Und es wird so einen Spiegel haben, der 39 Meter Durchmesser hat. Bis jetzt ist der große Durchmesser 10 Meter. Also wir werden das Vierfache in Durchmesser erreichen. Das sind so auch hunderte kleine Spiegel. Ein ganz komplexes Unterfangen, technologisch gesehen. Dieses Instrument sollte 2029 anfangen zu messen.
sollte Bilder liefern, die viel schärfer sind, auch von den zentralen Zonen der protoplanetarischen Scheiben. Das heißt, wir werden neue Augen und vielleicht weitere Instrumente, NGVA 2040, das sollte uns ermöglichen, Planetenentstehung auf viel kleineren Skalen zu beobachten, so klein wie die Dimension der Erde, also die Skala. Zweite Sache, die andere Entwicklung, die es geben wird, das ist die Beschreibung der Atmosphären von Planeten, die schon entstanden sind, und dann so eine Kausalität erstellen zwischen der Entstehungsprozesse und dieser Atmosphäre. Das ist ein Feld, ein Bereich, das gerade explodiert. Viele Astronomen werden sich darum kümmern, um diese Kausalität herzustellen, diese Korrelation. Evine, was gibt es in deiner Kristallkugel über die Zukunft in diesem Bereich? Na gut. Astronomie wird vor allem durch neue Instrumente getrieben. Das ist wesentlich. ELTS-1 ist ein Beispiel. JWST dauerte 30 Jahre. Was kommt nach Webb? Es muss schon unterwegs sein. Wenn du etwas haben willst in 10 Jahren für die junge Leute, die jetzt oder die gerade im Kindergarten sind, da musst du jetzt gerade anfangen. Es ist tatsächlich geplant. Es gibt tatsächlich Nachfolger, die geplant sind für das Webb-Teleskop. Eine letzte Frage und eine letzte Beobachtung. Es ist klar, so eine Forschung berührt ganz nahe Sachen, die uns hier am Herzen liegen, unseren Planeten. Denken wir ans Leben, an unser Leben oder an jegliche Lebensform, die bekannt ist, auf einem Planeten. Ich stelle da dementsprechend noch eine Frage für euch persönlich. Was ist die größte Motivation, die euch vorantreibt, auf diesem Feld zu arbeiten? Stefano. Das ist eine super schöne Frage. Wurde uns zum Glück vorher gereicht. Deswegen habe ich daran gedacht. Es gibt viele Arten, darauf zu antworten. Was mich sicherlich antreibt, diese Arbeit zu machen, ist vor allem der Wunsch oder die Leidenschaft, etwas zu entdecken, das bis heute niemand erkennen konnte, noch nicht. Das ist diese eigene Faszination, etwas zu entdecken, was wirklich neu ist. So ein Astronom wie sonst andere Berufe auch. Das ist so ein bisschen wie die Welterforscher von vor vielen Jahrhunderten. Also, dass sich etwas enthüllt, erst mir, der ich beobachte. Ein zweiter Aspekt, der für mich immer wesentlich ist in dieser Forschung, nämlich, dass es ein Element gibt, das geheimnisvollste im Universum bin ich, der ich gerade das Universum erforsche. Für mich ist es immer wesentlich, sehen können und langsam entdecken können, manchmal auch nicht sehen und suchen, die Verbindung zwischen dieser enormen Wirklichkeit und komplexen Wirklichkeit in seiner Ordnung, in seiner Schönheit, in seiner Reinheit und mir selbst. In den
letzter Zeit ist das für mich der größte Antrieb in meiner Arbeit. Und das Wesentliche daran, um das Wort vom Meeting zu benutzen, für mich beruflich, ist zu arbeiten mit Menschen, mit Freunden würde ich sogar sagen, die diesen eigenen selben Antrieb haben, diesen selben Wunsch haben, dieses Stück Wirklichkeit zu entdecken und eine Verbindung sehen mit mir selbst, mit uns selbst. Wow. Stefan, es ist hart, es dir gleich zu machen. Die Leidenschaft, mit der wir unsere Arbeit machen, ist bestimmt ein wesentlicher Bestandteil davon. Ich glaube, in dieser Zeit, wo wir immer nach unten gucken, vielleicht unser iPhone, auf unser iPhone, mag ich nach oben zu gucken und staunen, was ist da draußen? Was ist unser Platz in diesem riesen Weltall? Wenn wir aufhören, uns diese Fragen zu stellen, als Gesellschaft, als Mensch, als Menschheit, sind wir verloren. Wenn wir uns diese großen Fragen nicht mehr stellen, wir sind neugierig als Menschen. Wir möchten wissen, was ist da draußen. Für mich ist das der größte Antrieb, um diese Forschung voranzubringen. Ich gehe nicht so weit, wie versuchen, Leben außerhalb unseres Sonnensystems festzustellen. Das ist jenseits meiner Lebensspanne oder Forschungsspanne. Das ist vielleicht Sache der nächsten Generation. Also ich bin froh, dass wir die Technologie, um zu wissen, ob es Leben gibt außerhalb des Universums. Es wird dauern, aber wir haben immerhin die Technologie dafür. Wir machen diese Reise, dass wir langsam reinzoomen können. Erstmal sehen wir Planeten entstehen, wir sehen die Komplexität der Chemie zusammenkommen. Das ist faszinierend und es gibt eine Menge Zufriedenheit und es ist ein großer Antrieb. Wir sollen wirklich uns bedanken bei Evine und Stefano. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir nicht jeder von uns hat alles verstanden, aber zwei Dinge waren sehr, sehr deutlich für alle. Zum einen, wie raffiniert die Natur ist, in diesem Fall im Augenblick der Entstehung von dieser so wichtigen Sache wie eben Planeten, um wie viel Arbeit, wie viel Aufmerksamkeit für die Wirklichkeit steht hinter diesem Versuch, die Wirklichkeit zu erkennen, dieses Stück Wirklichkeit zu erkennen. Zum einen, zum anderen, es gibt noch viele offene Fragen, sowohl im Detail des Verständnisses, aber auch die großen Fragen, worauf sich Evine gerade bezogen hat. Gibt es Leben woanders? Werden wir jedes erkennen, feststellen können. Darauf haben wir keine Antworten. Und wenn wir die Antworten haben werden, werden wir weitere Fragen bekommen, die noch keine Antwort haben. Ich glaube, dieses unerkundete Land, diese noch unbekannte Landschaft ist etwas Wesentliches für uns als Menschen. Dass es etwas gibt jenseits des Vorstellbaren, etwas, das noch wartet darauf, dass ein menschlicher Blick draufkommt. Die Existenz von sowas Größerem ist wesentlich. Wenn es etwas gibt, was die Naturwissenschaft, unser Beruf, uns garantiert, ist es diese unerkundete Landschaft, wird es immer geben. Und ich glaube, das haben Evine und Stefano sehr klar vor Augen geführt.
und deshalb sind wir Ihnen besonders dankbar. Ein wichtiger Hinweis: Jeder von uns kann zum Meeting beitragen. Das Meeting besteht auch aus diesen Ereignissen, die uns an die Grenzen des Universums bringen. Aber das ist eine große Wirklichkeit und es lebt aus dem Beitrag von jedem von uns. Eine Art ist Spenden für das Meeting. Das kann man bei allen Stationen Donaura, wo dieses rote Herz ist, sonst werdet ihr das merken, sehen. Da, wo die Freiwilligen dieses rote T-Shirt Donaura tragen. Als sonst noch einen Vorschlag, das vorgestern beschlossen wurde, und zwar gerade in diesem Zeitpunkt, wo wir uns fragen, wie kann man einen Dialog des Friedens aufbauen, worauf sich auch Evine bezogen hat. Davor sind wir herausgefordert von dem, was Kardinal Pizzaballa in seinem Beitrag gesagt hat bei der Eröffnung des Meetings. Und aus diesem Grund hat das Meeting beschlossen, einen Teil der Spenden, der gesammelten Spenden, für die Not im Heiligen Land zu sammeln. Danke und auf Wiedersehen. Yeah. Okay, Dad. Thank you. Thank you. I got my guess. Yes. Ah. Okay. Oh, we still have our headphones on. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuseppe aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi.
di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Giuse aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. La fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene.